Ganz ehrlich, erst dachte ich, was für ein überteuertes Spielzeug. Was soll das denn bitte schön? Aber da steckt definitiv mehr hinter, als ich dachte. Denn Mario kommt aus der digitalen Welt und bleibt gewissermaßen auch irgendwo in der Ecke stecken. Nintendo und Lego haben hier was gefunden, um diese beiden Welten zusammenzubringen. Und darum geht's heute. Um das Lego Mario Starter Set bzw. um Lego versus Nintendo. Oh nein, so kann man die Smartphone Kids tatsächlich wieder ins Spielen bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Ab geht's. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Ich nehme Produkte immer genau unter die Lupe. Ich war erstmalig wirklich geschockt. Mario als Lego. Also vom Preislichen war ich geschockt, weil ich dachte, wie kann man so ein paar Lego-Steine so teuer verkaufen? Aber dies hat seinen Grund. Und wenn man das Ding erstmal sieht, dann denkt man, okay, das ist gar nicht mal so teuer. Denn der Mario ist nicht einfach nur ein Mario. Er kommt mit LCD-Screen daher. Darunter hat er sogar eine Farberkennung. Es gibt interaktive Steine, wo er drauf reagiert. Und das gibt uns auf jeden Fall ganz neue Möglichkeiten und einen ganz anderen Spielspaß. Wir haben gekauft jetzt hier einmal das Mario Starter Set. Das braucht man, weil da ist der Mario natürlich mit dabei. Und dann kann man dann noch Erweiterungswelten mit dazu kaufen. Die kann ich ja gerne mal hier oben kurz einblenden. Gibt auch verschiedene Anzüge für unseren kleinen Freund. Das finde ich besonders cool. Und wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Starter Set. Und dann haben wir zusätzlich noch mal diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Expansion Set. Mario's House and Yoshi heißt das Ganze. Entsprechende Links, wer sich für interessiert, findet ihr unter dem Video in der Infobox drin. Man kann das Ganze auch ohne Smartphone spielen. Also wenn jetzt irgendwelche Kinder kein Smartphone haben, geht das natürlich auch. Und da sind dann hier immer so Levels, wo unser Mario quasi bestehen muss. Also wir sehen hinten, da ist der Bösewicht, der Schurke. Und dann, das Level endet natürlich immer mit einem Sprung am Fahnenmast. Ich würde sagen, wir spielen mal das Level von Anfang bis Ende durch. Und dann nehmen wir das Smartphone gleich mal zur Seite und gucken, was uns da noch angezeigt wird. So sieht die Mario-App aus. Hier sehen wir dann alles, was wir quasi haben. Plus unsere Zusätze. Also hier ist jetzt die Welt dazugekommen. Da können wir uns auch genau anzeigen lassen, wie was funktioniert, wie wir was zusammenbauen und was für Funktionen da drin sind. Und genau dasselbe hier. Zack, die ganzen Funktionen werden erklärt mit Videos, Anbau bzw. Aufbau, Anleitung und so weiter. Man kann es natürlich auch so kreativ bauen, wie man es selbst möchte. Hier oben ist der Stern. Hier gibt es immer eine tägliche Aufgabe, wöchentliche Herausforderung. So, hier wieder zurück in unsere Welt. Und hier können wir natürlich auch noch unsere eigenen Welten können wir ansehen. Das ist jetzt hier meine coole Kreation. Das können wir auch einreichen bei Lego. Und wir können natürlich auch sagen, wir wollen jetzt hier eine Welt hinzufügen. Hier gibt es verschiedene Welten und auch die Anzüge. Mega geil. Also hier zum Beispiel, was ist das? Der Creator-Anzug? Wie nennt sich der denn? Also das ist jetzt die Anleitung, wie wir diesen Anzug quasi zusammenbauen. Eine mega coole Sache. So spart man sich natürlich auch Papier. Und dann können wir natürlich auch nachher sagen, dass wir diesen Anzug hinzufügen. Ich guck da mal einfach mal überall mal rein. Da sehen wir dann die nummerierten Beutel, die wir dann quasi hier vorgehen müssen, die ersten Schritte und so weiter. Also mega cool, dass man das hier vom Papier weggeschafft hat. Aber ich würde sagen, starten wir jetzt mal das erste Level. Müssen wir einmal kurz unseren Mario verbinden, weil der Mario, der hat Bluetooth. Hinten haben wir unsere Bluetooth-Taste, die drücken wir einmal ganz kurz. So, wir sind verbunden. Und dann mal gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier jetzt starten. Und jetzt können wir anfangen. Ich laufe mal hier so seitlich, damit man auch sieht, was bei Mario passiert. Durchs Laufen und so weiter bekommen wir Punkte. So, jetzt steigen wir auf diese gefährliche, übelst gefährliche Schleuder rauf. So, springen hier rüber. Also das gibt alles Punkte. Oh, jetzt hier, zack. Hier schmeißen wir aber ordentlich Punkte. Oh, wir haben einen Pilz gekriegt. So. Ui, nein. Jetzt schmeißen wir hier unseren Bösewicht hier runter. Wir haben noch 13 Sekunden. Jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Mit der Wolke müssen wir uns rübertragen lassen. Oh, nein. Hier, auf den Pilz. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Dö, 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 dö. Ich würde sagen, probieren wir es nochmal. Los, komm, wir probieren es nochmal. So, also hier auf den Start drauf. Auf geht's. 60 Sekunden ab jetzt. Einmal hier oben auf die Schleuder.
Vorsichtig in die Runde drehen. Zack, wir gehen weiter. Hier gibt es dann immer Punkte. Natürlich müssen wir innerhalb der Zeit bleiben. So, hier haben wir unseren Würfel. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Den Bösewicht, den haben wir noch nicht geschafft hier umzuhauen. Jetzt müssen wir aufpassen, hier ist Feuer. Ui! Jetzt können wir Looping machen. Und jetzt sind wir gleich im Ziel. Ja! Geschafft! Fertig! Was zeigt uns die App an? Die App zeigt uns an 34 Punkte. Und was wir alles geschafft haben. Wie viele Punkte wir wo bekommen haben. Und jetzt sind wir gleich im Ziel. Ja! Geschafft! Fertig! Was zeigt uns die App an? Die App zeigt uns an 34 Punkte. Und was wir alles geschafft haben. Wie viele Punkte wir wo bekommen haben. Also ich finde das mega geil. Vor allen Dingen können Kinder gegeneinander spielen. Und wer am meisten Punkte hat und so weiter, die Punkte lassen sich hier natürlich auch speichern. Und man kann auch Fotos dazu machen. Man kann auch eigene Kreationen hier bauen. Also man ist nicht an diesen Lego-Plan gebunden. Das finde ich mega cool. Und dann gibt es, wie gesagt, die Erweiterung. Und die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Das ist die Erweiterung Mario und Yoshis Haus. Hier können wir natürlich auch wieder loslegen und ordentlich Punkte sammeln und hier uns natürlich auch ausruhen. Und wenn wir Mario jetzt ein bisschen in den Schlaf reinschaukeln, jetzt wird er müde und schläft langsam ein. Oh, er schläft. Haben wir uns dann ordentlich ausgeruht, dann können wir hier natürlich auch noch ordentlich Action machen. Einmal hier raus springen, einmal darauf. Und zack, haben wir den Stern, wir sind unbesiegbar. Hier ist auch nochmal so ein Pilz. Also der Mario auf jeden Fall hier mega interaktiv. Die Kinder können nicht nur nach Vorgabe spielen, sondern auch eigene Kreativität entwickeln. Der hat hier unten so einen Farbsensor. Der denkt jetzt natürlich beim Dach, dass es Feuer ist. Und hier unten sieht er sofort, dass es Gras ist. Was ich halt cool finde, ist, dass Lego hier wirklich zum Leben erwacht. Und ich finde es dann in der Preisklasse von 50 Euro gar nicht mal mehr so teuer. Mich würde interessieren, wie ihr über den kleinen Freund denkt und ob ihr den auch kaufen würdet. Also ich kann es definitiv weiterempfehlen. Meine Frau ist absoluter Lego-Fan. Wir werden auf jeden Fall noch Erweiterungen dafür holen. Entsprechende Links von dem Starter-Set und das, was wir jetzt hier haben, habe ich euch unter dem Video in die Infobox mit reingepackt. Und natürlich die ganzen anderen Sachen auch nochmal extra verlinkt zu Amazon. Die Frage ist, lohnt sich das also? Von mir gibt es 5 von 5 möglichen Crowns, also Videocheck-Kronen für dieses Produkt. Ein wirklich geiles Teil. Mal wieder was Neues auf dem Markt. Beim Spielzeugmarkt war es aktuell relativ ruhig und die Kinder hängen immer mehr vor den Konsolen. Und so hat man ein Smartphone sinnvoll genutzt und arbeitet damit produktiv, lernt damit produktiv arbeiten, kann kreativ sein und auch mit anderen Kindern damit spielen und gegeneinander quasi antreten. Und nicht nur für Kinder ist es cool, denn jeder, der mit Mario groß gekommen ist, der wird es definitiv lieben und gerne weiter verschenken. Das war's von mir, euer Paul Kramer vom Videocheck. Abo dalassen. Let's put our living stereo stylus in this groove.